Servus Freunde, was geht ab bei euch? Willkommen auf meinem YouTube-Kanal Fight Hunter. Heute sind wir in Mannheim, wie man sehen kann. Warum sind wir in Mannheim? Weil Ludwigshafen in der Nähe ist. Und warum? Weil heute findet Veranstaltung von Universum Boxing statt. Und ein Kindheitsfreund von uns, Branimir Malenica, er hat einen Kampf heute und ihn möchten wir unterstützen. Und deswegen sind wir erstmal hier. So, worum geht's auf dem Channel? Also auf dem Channel geht es darum, dass wir sehr sportbegeisterte Menschen sind und das einfach den Leuten nahebringen möchten. Und wir sind sehr, sehr große Kampfsportfans und würden uns auch freuen, wenn immer mehr Leute Kampfsport machen. Wir sind keine Profis. Wir sind eigentlich hauptsächlich nur Fans, nur Leute, die das sich sehr gerne angucken, sich sehr gerne damit beschäftigen. So, wir machen auch natürlich nebenbei hier Thai-Boxen, Jiu-Jitsu. Wir interessieren uns hauptsächlich für Martial Arts. Jo Leute, jetzt stehen wir vor der Friedrich-Ebert-Halle. Gleich geht es los, um 18 Uhr ist Einlass. Und gleich werden wir uns schon mal mit den Jungs treffen hier, mit den Kollegen, die für Branimir Malenica da sind. Und wir werden unseren Bro gut unterstützen und hoffen auf einen guten Kampf und hoffen auf einen Knockout in der ersten Runde. Bis später. Yo, Ro, ich sag dir erstmal herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg. War ein geiler Kampf. War ein geiler Kampf. Jetzt die Frage ist, wie hast du dich darauf vorbereitet auf den Kampf? Hast du den Mann analysiert oder? Ja, um ehrlich zu sein, ja. Weil wenn du im Profigeschäft bist, musst du jeden Gegner analysieren. Im Amateurbereich war das nicht so. Ich habe da 80 Amateurkämpfe. Da gehst du halt einfach rein, 3 Runden. Aber jetzt musst du den analysieren, weil sonst bist du kein Profi. Wenn du ein Profi bist, musst du ihn analysieren und gucken, wo sind seine guten Seiten, wo sind seine Schwächen. Und ich wusste, mit dem Trainer habe ich einmal das Video geguckt. Und manchmal tust du dich so, am besten du guckst es schon einen Monat vorher. Ich habe so ein bisschen gewartet, bis 3 Wochen vor dem Kampf. Und dann habe ich gesehen, technisch ist er nicht auf meinem Niveau. Ja, genau. Ich habe gesehen, er geht schwer runter, er ist schwer K.O. zu hauen, aber er schwingt viel. Ja. Das heißt, ich habe gesagt, ich muss mit ihm technisch boxen, obwohl ich auch für mein Gewicht starke Hände habe. Aber ich habe gemerkt, wenn ich mit ihm zu viel Schlag abtausche, kann ich nur verlieren. Ja, ich habe gesehen, der hat ja angefangen auf einmal dann zu schwingen und so. Genau. Der Schwing geht auch runter. Ich habe mir dann gedacht, ey, du liest den bestimmt. Ja, du haust den einen Uppercut rein. Der hat ja auch 2, 3 Schwinge, hat er getroffen. Aber war ein geiler Kampf, das ist dein erster Ding. Ja, Kampf, genau. Wo du auf Distanz gegangen bist. Ja, genau. Mein erster Kampf, also mein 6. Profikampf, erste Mal 6 Runden vollgegangen. Ja. Und ja, wie gesagt, jeder Kampf, mein Vater sagt immer, der beste Regenschirm nützt nichts, du wirst auch nass, wenn es regnet. Ja. Und es ist so. Ich bin einfach der Typ, für mich ist es ein sehr schönes Gefühl, wenn so viele Leute zu mir kommen und sagen, ey, gut gekämpft, ja, so Bilder und so, aber meine innere Stimme sagt mir einfach, du hast nicht alles abgerufen, was du kannst, ich kann viel mehr. Und deswegen bin ich nicht, ich kann nicht sagen, ich bin unzufrieden, aber ich bin nicht zufrieden. Ich weiß, was du meinst. Guck mal, ich sage immer, wenn wir hier mit den Kollegen hier sprechen, ich sage immer, dankbar musst du sein für deine Leistung. Aber wenn du zufrieden bist, dann hört auf, dass du dich verbesserst. Genau. Du darfst nie zufrieden sein. Also so sieht's aus. So kommt die Verbesserung. So sieht's aus. So denke ich auch. Weißt du, was ich meine? So. Deswegen, guck mal, jetzt, wir haben unser YouTube-Channel jetzt gemacht. Amen. Du bist der erste Mann, jetzt, den wir sehen. Wie heißt es? Du bist Freund seit Kindheit. Ja. Wir freuen uns, dass du dich damit unterstützt. Ich hoffe, das wird jetzt mit der Zeit. Das hoffen wir. Und bei jedem Kampf, ich hoffe, mein nächster Kampf, das wird wieder ein stärkerer Gegner in Düsseldorf. Ja. So wie es aussieht, im Juni wurde mir jetzt versprochen. Und jetzt werde ich erstmal abschalten, 1, 2 Wochen. Einfach auch für den Kopf und so, weißt du, von diesen Sparring. Ich habe einen Monat mich für den Gegner jetzt vorbereitet. Mit Sparring, mit Luca. Hey, komm mal ins Video. Das wird auch der kommende Weltmeister. Herzlich willkommen zu deinem Sieg, Bro. Dankeschön. Ja. Ey, war ein geiler Kampf. Du kämpfst ein bisschen Floyd Mayweather-Style. Ja, ja, ja. Ich hab gesehen, deine Schulter ist vorne. Everything. Ey, das ist geil. Der und weißt du, mit ihm, wenn ich mich mit ihm Sparring mache, dann weiß ich direkt, wo ich bin, weißt du? Ja. Und ich kam dahin, ich habe mir gedacht, boah, ich bin fit. Da habe ich gemerkt, boah, Alter, der gibt mir Dinge, weißt du? Ich habe gut. Was war dem jetzt? Ja. Und der ist einfach Biest, der geht nach vorne und dann sage ich mir, okay, jetzt weiß ich, wo ich bin mit ihm, weißt du? Und dann musst du dich nicht anlügen. Guck mal, wenn du keinen Sparringpartner hast, das bringt dich auch weiter. Du merkst so, der sagt dir deine Stärken, der sagt dir deine Schwächen. 100%. So, bei mir, du weißt ja, wir gehen auch ein bisschen Kampfsport machen, Jiu-Jitsu, Thai-Boxen. So, wenn du einen hast, der weiß nichts, so, der sagt dir nicht deine Fehler. Weil manchmal von
Von deinen eigenen Augen siehst du die Sachen. 100%. Dein Kollege sagt dir das, dein Trainer sagt dir das. Aber ich muss zugeben, weißt du, ich bin jetzt 30 Jahre alt. Früher, wenn ich meine Amateurkämpfe gehabt habe, habe ich immer so mir Videos zusammengeschnitten. Boah, das war eine geile Aktion, das war geil. Aber dann mit der Reife, mit der Zeit fängst du an zu überlegen, warte, Alter, was habe ich falsch gemacht? Was kann ich verbessern? Und das ist dann, dass du merkst, du wächst, du wirst besser. Aber dieses immer, wenn du sagst, das ist gut, das darf man nicht machen, meiner Meinung nach, wenn du weiterkommen willst. Ja, ist so. Du musst dich analysieren. Das ist halt so eine Sache, die gefällt dir nicht. Das ist wie, wenn jemand dir deine Meinung sagt, aber die kommt vom Herzen. Ja. Dann weißt du, okay, das ist nicht schön zu hören, aber du musst dich damit befassen. Das Bro, meiner Meinung nach, Wahrheit kommt immer zuerst. Scheiß auf mein Ego, scheiß auf meine Gefühle, Wahrheit kommt immer zuerst. Weißt du, weil sonst, es bringt nichts. Und wie gesagt, du hörst so vor 5 Stimmen, oh, geiler Kampf. Natürlich waren viele Sachen gut, aber meine innere Stimme sagt, ich muss das jetzt vielleicht noch nicht in 1-2 Tagen analysiere ich den Kampf in Ruhe. Weißt du, wenn ich mein Handy aus habe, ich guck mir den Kampf komplett an und dann werde ich Screenshots machen, was habe ich gut gemacht, was nicht. Yeah. Und ich fand einfach manchmal meine Beine zu langsam und ich habe auch manchmal gemerkt, ich habe zu lange gewartet. Nein, bei dir das Einzige, was ich jetzt als Hobby-Sportler so sagen kann, so, weil ich gucke ja viel Kampfsport, du weißt, dies, ich analysiere. Ja. Während du kämpfst, ich analysiere, ich sage ganze Zeit zu Jakob, ey, der gibt ganze Overhand, der muss ducken, der muss abtauchen, weißt du? Oder manchmal, wenn ich geduckt habe, hat mir nicht gefallen, ich habe ihn gut abgeduckt und dann habe ich nicht diese Der konnte, gemacht, der konnte kaum so und direkt so. Das Ding. Kam nicht, dann, habe ich zu lange gewartet, weißt du, dann habe ich. Deswegen, aber das war ein Riesenkampf. Egal, meine Erfahrung. Egal, hey, du hast geil gekämpft. Der war ein Stein, weißt du, ich meine? Black Power hast du gemacht. Ich weiß, der Typ konnte wirklich scheinen, aber der hat ja eine kurze Zeit, hat er ja so kurz so ein. Und der ist noch nie K.O. gegangen. Chicken Dance, der hat ja kurz Chicken Dance gemacht. So. Ey, Bro, trotzdem geiler Ding. Geiler Ding. Danke. Okay, wir danken dir. Ich hoffe, mein nächster Kampf seid ihr dabei. Ey, natürlich, wir sind immer dabei. Ich hab noch eine letzte Frage an dich. Guck mal, es gibt viele Leute, die sagen zum Beispiel, wenn man mit denen redet, ey, ihr müsst Sport machen, ihr müsst. Mach Kampfsport, das ist gut für euch. Weißt du, manche Leute, die gehen 2 Wochen, 3 Wochen, die haben keinen Bock mehr. Dann habe ich denen gesagt, ey, denkt ihr, wir haben immer Bock zu gehen. Wir gehen auch jetzt immer dahin. Weißt du, manchmal, du hast keinen Bock. Ich kann nur sagen, zum Beispiel, meine Amateurzeit, 10 Jahre, der ist auch noch teilweise mein Trainer, Enes Demirovic, der ist aus Wiesbaden. Der hat mich immer, so natürlich hast du manchmal keinen Bock, aber bei dem gab es nicht. Komm jetzt ins Training, hör auf mit so einem Scheiß. Der nimmt dir diese Emotionen weg. Weißt du, ich bin ein Typ, ich habe halt so einen Mensch gebraucht, wo mir einen Arschtritt gibt. Weil du bist nicht jeden Tag stark. Oder? Ein Tag kommt eine Rechnung, ein Tag kommt Blitze, ein Tag kommt das. Ein Tag hast du zu wenig geschlafen. Frau, Streit mit Familie. Freundin, ja Mann. Weißt du, ich meine, wir sind halt Männer. Wir sind nur Menschen. Das ist in unserer Gen drin. Wir müssen rausgehen und fighten, kämpfen. Ey, ich bin der gleichen Meinung. Und deswegen bin ich bin jetzt froh. Weißt du, ich meine, du siehst, es gibt junge Wölfe. Guck mal, der eine ist 18, der eine ist 20, Boxer. Da denkst du dir auch, ich bin nicht neidisch, ich bin froh für die. Aber dann denke ich mir, guck mal, ich bin 30 Jahre, weil ich so Menschen gehabt habe, die mich immer gepusht haben. Ich habe 13 Jahre gearbeitet, Ausbildung gemacht. Und du hast trotzdem den Sport durchgezogen. Und ich habe trotzdem meine Amateurlaufbahn gehalten durch diese Menschen, weil die mir immer einen Arschtritt gegeben haben, Tag für Tag. Weißt du, was ich meine? Yeah. Und dann mit der Zeit merkst du, okay, darauf kommt es an im Leben. Einfach weitergehen. Man kann nicht da gehen, wie fühle ich mich heute. Scheiß auf deine Gefühle. Du musst das Richtige machen. Fertig. Du musst abschalten. Hey, wer hat Bock zu arbeiten? Manchmal, du stehst 4 Uhr morgens, 5 Uhr morgens. Aber du machst es für deine Familie, für Geld. Und Sport machst du, um was zu erreichen. Du hast nicht mehr Bock. Und wie gesagt, ich bin keiner, wo mich jetzt groß hält. Ich bin auf der Weltrang, ist vielleicht 400. Aber ich weiß, ich gehöre in diese Top 20. Bro, du bist hochtalentiert. Ich weiß bei dir. Du bist hochtalentiert. Ich gehöre dahin und ich will dahin. Ja, ich freue mich auch. Du weißt, wir kennen uns seit Kindheit. Ich freue mich wohl darauf. Das ist unsere Leidenschaft. Weißt du, was ich meine? Für mich eine Ehre, dass ihr das mit mir machen wollt. Ey, Bro, für uns ist es eine Ehre. Das ist unser erstes Video. Es fängt mit dir an, weißt du, was ich meine? Danke. Leute, abonniert den Kanal und Glocke aktivieren. Mach's gut. Ciao, ciao.